Bei Westwood braut sich was zusammen, und zwar der insgesamt vierte Teil der Command & Conquer-Serie, genauer genommen die Fortsetzung von Alarmstufe Rot. Da geht es um eine Parallelwelt, in der nicht FDI gegen NOT, sondern Russen gegen NATO kämpfen. Und zwar nicht nur mit konventionellem Kriegsgerät, Sie werden jetzt gleich eine Atombombe sehen, sondern mit reichlich abstrusen Waffen wie explodierenden Kühen oder Killerkraken. Ähnlich wie bei StarCraft gibt es jetzt Flugzeugträger, die kleine Jäger ausschicken, mit denen man entfernte Ziele angreifen kann. Im Vergleich zu C&C3 ist die Grafik bunter und die taktischen Möglichkeiten etwas vielfältiger geworden. Dieser Infanterietrupp gerade wurde chancenlos zusammengesäbelt, aber jetzt geht ein anderer Trupp in dieses Gebäude hinein, besetzt es, und wenn die fiesen Panzerchen anrücken, haben sie keine Chance gegen die verschanzte Infanterie. Das neue C&C legt größeren Wert auf Gebäude wie früher. Die sind größer geworden, sollen ganze Metropolen darstellen wie Paris, New York oder Washington. Und natürlich gibt es auch die zugehörigen Wahrzeichen, die man dann recht effektvoll zerstören kann, wie diesen Obelisken. Jetzt zeige ich Ihnen noch ein paar neue Einheiten. Es gibt jetzt schwimmende Infanteristen, die aus dem Wasser kommen und gleich angreifen können. Teleport-Infanteristen, die allerdings eine Weile brauchen, bis sie am Zielort angekommen sind, und zwar abhängig von der Distanz. Schauen Sie mal her, wenn ich sie hier hinschicke, dann dauert es eine ganze Weile, bis sie wirklich materialisieren und ich sie weiter bewegen kann. Jetzt sind sie da. Sowie große, langsame Luftschiffe, die nichtsdestotrotz mit ihren Bomben einiges weghauen. Und wem die bisherigen Raketenwerfer zu läppisch erschienen sind, der kann sich über diese Boliden freuen.